Hallo meine Lieben, habt ihr mal Kartoffelpuffer mit gehacktes Gefüll mal schon gegessen? Wenn nein, zeige ich euch gleich schnell, wie es wird gemacht. Zuerst mache ich ein gehacktes aus dem Fleisch, Zwiebel und ein Stückchen Speck und drehe es durch den Fleischwolf. Es wird gleich Fleisch, Zwiebel Speck abwechselnd reingelegt. So, Hackfleisch unserer ist fertig. Jetzt brauchen wir nur mit Pfeffer und Salz würzen und gut durchkneten. So, Hackfleisch haben wir gemacht. Jetzt bereiten wir auch geriebene Kartoffeln. Es kann man natürlich mit in so eine Handreibe machen, aber ich nehme die schnellere Variante und nehme meine Gemüsereibe, nehme diese feinere Reibe und dann geht es los. Auch habe ich vorbereitet eine Schüssel mit dem Sieb, wo das kommt, geriebene Kartoffeln zum Abtropfen. Und das geht einfach frei. Und wenn wir es gerieben haben, dann geben wir auf den Sieb zum Abtropfen. So, Kartoffel habe ich etwas nachgeholfen und richtig schön ausgedrückt. Jetzt werden wir dieses Wasser absieben, aber was unten ist, den Stärke, werden wir drinnen lassen. So, Wasser weg, Stärke drinnen bleibt. Jetzt zu dieser Stärke geben wir unsere ausgedrückte Kartoffel und würzen wir mit Pfeffer, Salz, Mehl und 2 Eier. Durch das Zusatz von dem Salz wird der Teig wieder ziemlich feucht. Und dann schaut ihr, wie viel Mehl musst ihr geben. Es soll aber nie sehr dicker Teig sein. So wie jetzt hier aussieht, so ist das perfekt. So, jetzt können wir anfangen zu braten. Erstmal nehmen wir uns einen Esslöffel von Kartoffelmasse und geben wir in die Pfanne mit heißem Öl. Drücken wir es mal flach und gebe ich noch eine gleich, dass wir gleich zwei machen, zwei richtig schöne großen. Und jetzt auf die Kartoffelteig kommt dann gehacktes, so dass er nicht am Rand ist, sondern in die Mitte. Macht ihr euch die Füllung so viel, wie es gerne mögt. Und dann oben drauf kommt wieder so ein dünnes Schicht von Kartoffeln, welche wir dann sozusagen Hackfleisch, unsere Füllung, zudecken. Das kann man auch machen, nicht unbedingt mit Fleisch, sondern mit angebratenen oder sogar rohen Pilzen und dazu noch Feta-Käse alles zusammenmischen und als Füllung es machen. So, das wird jetzt von beiden Seiten richtig knusprig angebraten, aber auf eine mittlere Stufe, nicht ganz stark, dass es schafft, gar zu werden. Wenn Sie haben schon einmal Kartoffelpuffer umgedreht, kann man auch Deckel drauf machen, dass es besser durchgart. So sehen die aus, wenn die fertig sind, von beiden Seiten knusprig gebraten, ungefähr so 3-4 Minuten jede Seite, dass die gehacktes innen drinnen wird auch gar. Und jetzt schneiden wir auf und schauen wir, wie es innen drin aussieht. Und so sieht es drin aus, richtig schön saftig
Und servieren kann man das mit Ketchup, Remoulade oder wir mögen gerne Sahnesoße mit etwas Knoblauch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und danach einen guten Appetit. Lasst euch schmecken.